Guten Tag, ich bin Dr. Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamtes in Villingen-Schwenningen. Ich möchte Ihnen in der Corona-Zeit Schutzmaßnahmen in der Pflege vorstellen. Wir fangen mit einfachen Schutzmaßnahmen für pflegende Angehörige an, sofern sie diese Mittel vorhanden haben. Wichtig ist, dass man das Einatmen eines virushaltigen Aerosols, also Tröpfchen, die der Kranke ausstößt, vermeidet. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang ist der Mundschutz, weil durch die Einatmung der Tröpfchen entsteht ein wichtiger Infektionsweg. Ein einfaches, klassisches Schutzmittel ist der sogenannte Mund-Nasen-Schutz. Hier ein chirurgischer Mund-Nasen-Schutz, der mit zwei Bändern hinter dem Kopf verklebt wird. Und hier ein etwas einfacherer, der mit Bändern hinter dem Ohr befestigt wird. Frau Seemann legt ihn jetzt mal an. So. Der Mundschutz ist in sich gefaltet. Sie ziehen ihn nach dem Anlegen, damit er besser sich der Kinnpartie anpasst, nach oben, nach unten. Es ist ganz wichtig, dass der Bügel, der metallene Bügel, über der Nase sitzt und entsprechend mit den Fingern angepasst wird. Dieser Mund-Nasen-Schutz bietet einen begrenzten Schutz vor der Ansteckung. Er dichtet die Atemwege nicht vollständig ab, weil die Maske liegt nur an und der Atemstoß kann links und rechts vorbeifließen, aber er schützt vor größeren Tröpfchen und vor größeren Brocken, die unter Umständen von jemand Kranken ausgehustet werden. Es ist wichtig, dass man ihn nach dem Anlegen wieder so abnimmt, dass man nicht von vorne abfasst, sondern hinten an den Bügel nimmt und entsprechend entsorgt. Als weitere Schutzmaßnahme in der Pflege empfiehlt sich ein sogenannter Besuchereinleitkittel. Diese sind aus einem imprägnierten, wasserundurchlässigen Material gewirkt. Es gibt zwei Verschlüsse, die Bänder über Verknotung geschlossen werden können, auf dem Rücken und auf dem Hals. Ergänzt werden diese Kittel optimalerweise durch einen Haarschutz. Und letztlich wieder der Mund-Nasen-Schutz. In dieser Ausstattung sind Sie als Besucher oder pflegender Angehöriger zu einem guten Teil geschützt. Wir hoffen, dass wir mit diesem Zeigen Ihnen gute Hinweise für den Gebrauch und den sparsamen Umgang mit den Masken und den Schutzmitteln gezeigt haben. Wir hoffen, dass in der Zukunft die gute Versorgung mit den Schutzmitteln wieder vorhanden sein wird. Und bleiben Sie bitte gesund.